Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Hearts und ja, ich würde sagen, wir müssen uns durch eins dieser Wurmlöcher durchschlagen und dann machen wir das auch einfach mit dem hier unten, immerhin sind wir gerade da. Oh, ich bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Mein Gummi-Chat ist ja immer noch unaufgerüstet. Wenn ich das ausrüsten würde, könnte ich vielleicht auch was mit der Energie unten rechts anfangen. Weil bisher meine Schildanzeige wird niedriger, wenn ich getroffen werde, aber was ich mit der Energie mache, keine Ahnung. Wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass ich da irgendwie was modifizieren kann entsprechend. Ich weiß es nicht mehr. Aber gut, nehmen wir doch einfach mal das Wurmloch. Sieht irgendwie unheimlich aus, ob es wohl zu neuen Welten führt. Vermutlich. Und auf jeden Fall haben wir hier jede Menge Herzlose. Ui, Vorsicht, komm mal. Lass mich durch, ich bin kein... Nein, ich bin kein Arzt. Egal. Wir feuern uns hier schon irgendwie durch. Wow! Nur die Meteoroiden, die kann ich halt nach wie vor nicht abschießen, schätze ich. Nicht schnell genug, wobei ich natürlich auch mal versuchen könnte, einfach zu bremsen. Und mir den Weg zuerst ein wenig frei zu schießen. Wow, Vorsicht! Wop! Ey. Lass das. Ich bräuchte mal wieder ein paar... Oh, Schildgummis. Das wäre ganz cool. Oder ich könnte an der Welt ankommen. Das wäre natürlich noch besser. Aber nee, jetzt ändert sich erstmal die Musik und wir müssen uns durch ein Asteroidenfeld kämpfen. Das ist genau das, was ich wollte. Oh wei, oh wei, oh wei, oh oh. Ich sollte besser nicht nochmal getroffen werden. Aber da vorne ist Gott sei Dank die neue Welt schon. Das war etwas knapp. Aber wir sind da bei Agrabah. Und, nee, der Reim war nicht beabsichtigt. Aber wie auch immer, wir landen im nächsten Part. Und schauen mal, ob wir mit Agrabah bei unserem momentanen Level ganz gut klarkommen. Oder eben nicht.